Servus Leute, willkommen bei Bro Stuff Archery. Im heutigen Video möchte ich euch mal diesen Arrow Inspector von Pine Ridge Archery kurz ein bisschen vorstellen und wofür das Teil denn eigentlich gut ist. Ja, der Pine Ridge Archery Arrow Inspector. Nichts Neues, nichts, was jetzt irgendwie gerade erst auf den Markt gekommen wäre oder so, aber dennoch trotz seiner auch Einfachheit würde ich sagen, ein sehr nützliches Tool, wenn man selber Pfeile baut, aber auch wenn man nur ganz normaler Schütze ist. Ich glaube, das Teil liegt so bei 40 Euro ungefähr, wie es im Moment verkauft wird, bekommt man, denke ich, auch bei allen seinen Händlern zu kaufen, auch wenn die es vielleicht jetzt nicht in ihrem Online-Store oder so haben, aber bestellen können sie es mit Sicherheit. Ist auch ein sehr weit verbreitetes Tool, aber halt auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ihr könnt damit zum einen, wenn ihr Pfeile baut und ganz mit einem kompletten Schaft in Stocklänge anfangt, also volle 32, 33 Zoll, je nachdem welchen Hersteller ihr habt, welchen Spinewert ihr habt. Ja, und es kommt der ganze, das ist jetzt mal hier ein Lightspeed von mir, aber es kommt dann der ganze Schaft und ihr wollt beginnen, die Schäfte zu schneiden. Dann könnt ihr mit dem Teil schon mal den kompletten 32, also die komplette Stocklänge, wie die euch geliefert werden, hier drauflegen, könnt den mal drehen und könnt schauen, ob eine Seite, entweder ob vorne oder hinten, eventuell schlackert, ja, dass er sagt, okay, das Ende, das wabbelt ganz schön rum, vorne läuft er schön gerade, ja, wenn man auch gerade andreht natürlich, ja, also hinten wackelt er meinetwegen, vorne läuft er schön gerade, dann schneidet ihn hinten ab bei solchen Schäften, also bei den vollzylindrischen Carbon-Schäften, wie es die Lightspeed sind, wie es Black Eagle X Impact, Gold Tip, Pierce Platinum oder die Pierce Tour, die von vorne bis hinten die gleiche Stärke haben, den gleichen Spinewert haben von vorne nach hinten. Da könnt ihr euch dann das Filetstück herausschneiden und den optimalen, das optimale Ergebnis an Pfeil letztendlich herausholen, wenn ihr von der Stocklänge meinetwegen 32 Zoll und ihr braucht 28 Zoll reine Schaftlänge, Carbon bis Carbon und das Ende wackelt ein bisschen, dann schneidet am Ende wirklich 4 Zoll am Ende weg und versucht so das Ende eben möglichst gerade zu machen und euch das beste Stück aus dem Pfeil rauszuholen. Ja, weil es ist nun mal so, Produktionsungenauigkeiten und so weiter sind natürlich da auch irgendwo vorhanden. Und dann habt ihr, wenn ihr es ganz standardmäßig vorne schneidet, wie alle anderen auch, dann habt ihr halt dieses leicht unsauberere, also wahrscheinlich nicht schlechte, aber etwas unsauberere Ende, weil etwas von der Produktion her etwas schlechter oder so, dann mit in eurem fertigen Pfeil drin und das muss ja nicht sein. Also das ist ein Anwendungsbereich dieses Arrow Inspectors, was dann natürlich noch hinzukommt beim Pfeilbau. Ihr könnt eure Komponenten damit auch ausrichten. Ja, also wenn ihr einen Pfeil ein hier drauf legt, ja, und seht, okay, er rollt eigentlich schön, dann steckt ihr, dann nehmt ihr die Spitze, steckt die Spitze hinein und dann seht ihr, wenn ihr den dann dreht, ich schiebe das jetzt mal ein bisschen, wenn ihr dann wieder dreht, auf einmal wackelt es ein bisschen. Vielleicht dann die Spitze nochmal ein bisschen drehen, nochmal schauen. Das kann sein, einfach, dass es dann hier nicht vollflächig gerade aufliegt, weil da irgendwas nicht, vielleicht nicht 100%ig ist. Und das kann dann schon sein, dass eine 90 Grad Drehung der Spitze und auf einmal ist das Ding, läuft das Ding schnurgerade. Ja, und das ist ja dann auch ein angenehmer Effekt des Ganzen. Und eben auch, wenn man Zeit und Mühe in seinen Pfeilbau investieren möchte und das Optimum für sich selber rauszuholen, auch wieder ein Arbeitsschritt, den man mit diesem Teil eben schön machen kann. Dann dasselbe gilt natürlich dann auch für die Pins und was man bei den Pins im Speziellen auch immer machen kann, man kann kontrollieren, ob die Pins denn noch gerade sind. Ja? Wenn ihr dann nach einer gewissen Zeit die Pfeile eine Weile geschossen habt, ja, man darf es natürlich nicht zu kopflastig drauflegen,
aber die Pfeile eine Weile geschossen habt, ja, und die haben vielleicht auch mal einen Treffer oder so bekommen, dann kann es auch mal sein, dass so ein Pin krumm wird und sowas, das seht ihr dann hier in dieser Bewegung natürlich auch gut, wenn die schön rollen, der Pin läuft gerade, hier in dem Fall würde ich sagen, der läuft gerade, dann ist das gut, aber kann natürlich auch sein, dass ihr hier dann an der Spitze so ein leichtes Schlackern bemerkt und dann vielleicht die 90 Cent oder 95 Cent, was so ein Pin, glaube ich, im Moment kostet. Bei mir in meinem Fall, ich schieße ja Top-Head-Komponenten, ich glaube 94 Cent oder so kostet da, glaube ich, so ein Pin. Das dann investieren und Pin raus, neuer Pin rein, schauen, dass er gerade läuft, eventuell auch wieder mal um 90 Grad ausrichten und wieder mit gutem Gewissen sozusagen an den Start gehen und an die Schießlinie gehen, ja. Ein weiterer Aspekt, den ihr damit abdecken könnt, ihr könnt natürlich kontrollieren, ob eure Pfeile nach wie vor gerade sind. Ich habe jetzt hier mal mir wirklich krummen Alu rausgesucht. Ja, also wenn ihr den dann drauf liegen habt, da seht ihr dann, wie schön er schlackert. Ja, also der hat es hinter sich. Und das kann dann durchaus auch mal sein, dass man auf einem Turnier vielleicht so beim Auf der Hand drehen, wenn man den, so den Klassiker eben auf der Hand sieht, dass man sich nicht ganz sicher ist, hat er was, hat er nichts, ich weiß nicht, vielleicht drehe ich ihn aber auch nur nicht richtig an, weil ich da vielleicht auch nicht so geübt bin. Also ich denke, damit mit dem Error Inspector kriegt ihr dann ein eindeutiges Ergebnis raus, weil da könnt ihr dann in Ruhe mehrfach rollen und seht einfach, in dem Fall, der wackelt jetzt wie so ein Kuhschwanz und das ist dann natürlich nichts mehr. Ja, also das sind so verschiedene Arbeitsschritte, wenn ihr natürlich auch, wenn ihr Holzpfeile oder so macht und ihr wollt zum Beispiel Streifen oder sowas machen, ja, das Ding ist kugelgelagert, das bietet sich natürlich auch an, da vielleicht mal was, damit was zu machen, ja, man kann sich dann vielleicht noch vorne irgendwie einen Anschlag schaffen, indem man das Ganze dann mit einem Abstand hinstellt, sodass der einem jetzt nicht nach vorne wegrutscht, ja, sondern dass er bleibt und dann kann man den auch recht gut auf der Stelle bewegen und dann, wenn er jetzt nicht so eiert wie der, auch dann entsprechend da vielleicht entsprechend Cresting heißt es, glaube ich, bin ich nicht so bewandert, ist nicht ganz meine Baustelle, aber das kann man mit Sicherheit dann auch damit mal machen, ja, und kann sich dann oder kann sich entsprechend die Streifen der, oftmals macht man zum 3D-Schießen ja auch, dass man seine Pfeile mit Kreisen rundherum, wie jetzt hier diese blau-rot und goldenen Kreise, durchnummeriert. Ein Kringel für den ersten Pfeil, den man immer schießt, zwei für den zweiten, drei für den dritten und hat dann meistens drei, vier Einserpfeile, weil die immer als erstes kaputt gehen und ein paar Zweier und hoffentlich nur einen Dreierpfeil im Köcher. Auch solche Kringel kann man natürlich dann damit machen, indem man den mal andreht und dann mit dem Pin, mit dem Marker leicht hingeht und dann einen schönen Strich außen rum zieht. Also auch sowas kann man dann damit machen. Ja, der Pine Ridge Archery Arrow Inspector. Einfaches Tool, lässt sich dann auch auseinanderbauen. Ja, also ist gesteckt, lässt sich in kleine Teile zusammenlegen und dann in dieser Größenordnung auch sehr leicht in jeder Tasche verstauen und mitnehmen. Kann man dann also auch aufs Turnier mal mitnehmen und kann bei einem Zweitagesturnier oder so seine Pfeile mal durchchecken und schauen, ob alles in Ordnung ist. 24-Stunden-Turnier oder ähnliches, Föhringen beispielsweise in der Halle mit den Alus 24 Stunden lang auf die Stramitscheiben, da hat dieser hier auch seinen Schlag her, kann man zwischendurch mal die Pfeile mal durchlaufen lassen und eventuell einen aussortieren, bevor man da einen blöden Schuss loslässt, wo man nicht weiß, was passiert ist. Also Leute, das war's zum Pine Ridge Archery Arrow Inspector. Gebt mir einen Daumen nach oben aufs Video, wenn es euch gefallen hat. Channel abonnieren natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.